Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir wieder eine neue Taschenlampe zugelegt und die möchte ich zusammen mit euch mal auspacken und auch ausprobieren. Es ist die Sunite TC15 und die ist ein bisschen anders als die Taschenlampen, die ich mir sonst immer geholt habe. Sieht vom Gehäuse her anders aus. Die meisten Taschenlampen sind ja eher schwarz. Dieses in so einem Bronze-Braunton gehalten. Sieht sehr stylisch aus, wie ich finde. Ist jetzt auch nicht allzu groß, wenn man es mal hier mit der Hand im Vergleich nimmt. Maximal 2300 Lumen und 71 Gramm schwer, also auch kein Schwergewicht unter den Taschenlampen. Schön handlich. Und die Taschenlampe werden wir jetzt weiterhin hier mal auspacken, beziehungsweise ich zeige euch gleich den Lieferumfang, erkläre euch noch ein bisschen was dazu. Wir schalten die Taschenlampe mal ein und danach werden wir dann natürlich auch abends noch gucken, wenn es draußen dunkel geworden ist, wie die Ausleuchtung von der Taschenlampe hier ist. So, hier habe ich einmal für euch den Lieferumfang ausgebreitet. Die Bedienungsanleitung ist auch in der Sprache Deutsch. Das möchte ich immer erwähnen, das ist nicht bei jedem Produkt so. Bei Sunite ist es so, hier könnt ihr das sehen. Für denjenigen von euch, dem die vielleicht fehlt oder er sie nicht mehr hat, kann das gerne jetzt hier auch am Monitor einfach mal ablesen. Hier ist auch angegeben, wie man die einzelnen Leuchtstufen durchschaltet. Das möchte ich euch jetzt aber auch gleich zeigen. Erstmal kommen wir mal noch zu dem weiteren Lieferumfang. Wir haben hier eine Tasche, die wir auch am Gürtel dran machen können. So kann man die Taschenlampe halt auch umschnallen. Dann haben wir hier noch eine Schlaufe fürs Tragen am Handgelenk, sodass die Taschenlampe dann nicht mehr abfallen kann vom Handgelenk. Ihr könnt es halt im Prinzip so ummachen und die Taschenlampe hier dran. Ich werde das auch gleich noch machen. Dann haben wir hier Ersatzdichtung. Die Taschenlampe ist auch wasserdicht. Das heißt aber nur, dass sie das auch ist, wenn die Dichtungen auch dicht sind. Hier seht ihr auch, zwei Dichtungen sind diese hier, auch für die USB-Abdeckung zum Laden. Hier haben wir nämlich den Ladeanschluss, das könnt ihr hier sehen, und mitgeliefert auch ein USB-Kabel hier mit Micro-USB und das stecken wir jetzt hier so dran und im Prinzip könnt ihr dann hier über einen PC, über eine Powerbank etc. USB-Steckdose eure Taschenlampe wieder aufladen. Und hier haben wir dann noch im Prinzip einmal so einen Halter, wo ihr das irgendwo in die Hosentasche festklipsen könnt oder auch am Hemd irgendwo. Benutze ich in der Regel eher nicht, trotzdem mache ich es immer drum mit Taschenlampe, weil es einfach schöner aussieht. Das muss aber am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Jetzt würde ich sagen, zeige ich euch nochmal, wie die einzelnen Leuchtstufen funktionieren, auch wenn ihr jetzt hier beim Tageslicht natürlich noch nicht allzu viel sehen könnt. Trotzdem möchte ich euch einmal zeigen, wie man alles durchschaltet. So, hier haben wir die Taschenlampe. Einschalten tut man sie hier auf den Seitenschalter. Jetzt ist sie an. Und wenn wir das gedrückt halten, ich halte es euch einfach mal hier so in die Kamera. Es blendet jetzt ein bisschen. Haltet den Schalter gedrückt. Dann schaltet ihr durch die verschiedenen Leuchtstufen. Das ist die schwächste, die mittlere und hier die stärkste. Jetzt machen wir die Taschenlampe mal aus. Wenn ich jetzt zweimal hier einen Doppelklick auf die Taschenlampe mache, komme ich in den Turbo-Modus, der dann auch 2300 Lumen hat. Dazu müsste man hier in dem Fall, ihr könnt sehen, zweimal schnell hintereinander drücken. Wenn ich jetzt noch zweimal schnell hintereinander drücke, dann bin ich im Strobe-Modus, den ich zur Selbstverteidigung zum Beispiel nutzen kann, um einen Angreifer damit zu blenden und dann in die Flucht zu schlagen. Ja, das sind die Funktionen von der Taschenlampe. Die Taschenlampe speichert immer den letzten Modus, in dem wir drin sind. Also hier in dem Fall war es jetzt der helle. Wenn ich jetzt ausmache, den machen wir mal im mittleren an und ich mache jetzt mal aus und schalte die Taschenlampe wieder ein, sind wir hier auch im mittleren Modus. So, das sind erstmal so die Funktionen zur Taschenlampe. Dann zeige ich euch nochmal den Akku, der verbaut ist. Hier unten könnt ihr die Taschenlampe aufdrehen. Hier haben wir auch wieder eine Dichtung. Die sollte, wie gesagt, natürlich heile sein. Und das ist der Akku, der verbaut ist. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Und der wird anhand der Taschenlampe ja auch über USB hier geladen. Das hatte ich euch ja schon gesagt. Und so drehen wir die Taschenlampe wieder zu. Ja, soweit erstmal zum Lieferumfang und der Funktion der Taschenlampe. Jetzt müssen wir warten, bis es draußen dunkel ist und dann gucken wir uns mal an, wie stark im Dunkeln tatsächlich auch die Leuchtkraft von der Sunite TC15 ist. Draußen ist es jetzt dunkel geworden und auch ziemlich kalt. Ich schalte die Taschenlampe jetzt mal auf der leichtesten oder schwächsten Stufe ein. Jetzt könnt ihr sehen, dass es ein bisschen hell wird, aber wenn ich hier in der Ferne was versuche anzuleuchten, dann kann man nichts sehen. Hier so ein bisschen den Rasen, kann man aber, glaube ich, über die Kamera auch nicht erkennen. Alles, was hier weiter hinten ist,
wird nur leicht hell. Auch mit normalem menschlichen Auge kann ich euch jetzt sagen, kann ich, was hier hinten ist, nicht sehen. Hier vorne, ne, das seht ihr, die Pflanzen, die werden relativ hell. Wir schalten jetzt einfach mal eine Stufe weiter in die mittlere rein. So, und jetzt könnt ihr hier schon so ein bisschen wieder was sehen. Das ist also deutlich besser geworden hier, auch wenn ich die Hauswand anstrahle. Das ist die mittlere Stufe. Jetzt machen wir nochmal eine heller. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Und hier haben wir die hellste Stufe jetzt, also die normale helle Stufe. Da kann man schon jetzt deutlich erkennen, dass es relativ hell ist. Das hier, die Bäume sind ungefähr 20 Meter entfernt. Hier die Hauswand, hier auch mal aus nächster Nähe. Hier liegt noch eine alte Palette, die muss ich noch wegräumen. Ja, das lässt sich auch alles sehr, sehr gut anstrahlen. Und jetzt machen wir mal den Turbo-Modus. Und jetzt könnt ihr erkennen, dass es wirklich sehr, sehr hell ist. Ich weiß nicht, inwiefern es über die Kamera jetzt noch rüberkommt, aber ja, das ist für mich jetzt fast taghell, auch hier hinten. Ich weiß nicht, das Haus, was ich anstrahle, das müsste bestimmt gute 100 Meter entfernt sein. Auch das wird hell. Ich höre damit mal auf, weil ich jetzt niemanden stören möchte, keinen blenden möchte. Also die Lampe, ja, leuchtet hier wirklich sehr, sehr hell. So, ich lasse mich jetzt hier mal von der Taschenlampe anstrahlen. Es ist wirklich sehr hell. Das ist jetzt die mittlere Stufe. Das blendet ganz schön stark. Ja, wie man gesehen hat, ist die Leuchtkraft für so eine kleine Taschenlampe wirklich beachtlich. Selbst das Haus in ja, mehr als 100 Metern Entfernung da hinten konnte man noch anleuchten. Mir ist allerdings aufgefallen, wenn man die Taschenlampe auf der Turbo-Stufe hat, dann merkt man schon nach wenigen Sekunden, dass das Gehäuse warm wird. Das geht natürlich auch extrem auf den Batterieverbrauch. Da wird die Batterie nach einigen wenigen Minuten alle sein. Trotzdem für den ja, kurzen Gebrauch, wenn man mal unbedingt was ausleuchten muss, ist das sehr gut. Ansonsten hat man ja natürlich die leichte Stufe, die vielleicht zum Spazierengehen für den Boden ausleuchten ganz gut ist. Die mittlere Stufe reicht eigentlich für die meisten Einsatzbedingungen aus. Mit der strahle ich mich ja jetzt auch an. Und dann hat man halt noch die hohe Stufe. Die braucht man eigentlich eher weniger. Aber auch da, wenn man vielleicht mal was ausleuchten oder anstrahlen will, kann man diese verwenden. Ja, also ich bin recht begeistert von der Soonite TC15. Kleine Taschenlampe, leicht, stabil, wasserdicht, perfekt für den Outdoor-Bereich. Sie hat auch den Strobe-Modus, den habe ich euch jetzt hier im Dunkeln nicht mehr gezeigt, weil das einfach zu stark jetzt blenden würde im Monitor. Das möchte ich euch ersparen. Sie ist aber somit auch zur Selbstverteidigung geeignet. Also für mich eine perfekte Taschenlampe. Und wenn ihr auch Interesse daran habt oder euch einfach noch näher informieren wollt, schaut unten in die Videobeschreibung nach, da habe ich es euch einmal verlinkt. Und dann hoffe ich, dass euch das Video hier gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!